So, jetzt müssen wir irgendwie den Kessel wegbringen. Nein. Das stinkt ja furchtbar, ich weiß. Irgendjemand hat einen schweren Kessel draufgestellt. Ja, das Problem ist nur, wie kriegen wir den da runter? Schleimige Wurzel. Da ist noch Fliegensekret dran. Was bringt mir das? Der Schleim könnte nützlich sein. Immerhin ist die Fliege immun gegen das tödlichste Lebewesen Asposiens. Ich trage. Jetzt sei keine Umhänge. Was soll ich da? Autsch! Ich kann hier so rät. Nein, ich bin. Okay. Eine Wurzel. Das würde nicht funktionieren. Ich weiß ja nicht mal, was du probieren willst, also. Gut. Klar könnte ich die daran knoten, aber was bringt mir das? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich probiere es einfach. Hier übrigens, ihr komischen Nasen. Hey da oben, kann ich euch noch mal was fragen? Sicher, frag dich aus. Wie sieht's denn aus mit dem Symbol? Wisst ihr, was die Symbole auf dem Zylinder in der Nebelsenke bedeuten? Eines sieht aus, als würde es sich drehen. Natürlich, das ist das Drehlied. Ein mächtiges Lied. Ein gefährliches Lied. Wozu braucht man das? Na, vor allen Dingen, um Dinge zu drehen. Oh, könnt ihr mir das beibringen? Das ist viel zu mächtig. Dieses Wissen ist allein dem König bestimmt. Aber ich bin der König. Dann beweis es. Der König kann fliegen. Flieg mal. Der König kann nicht fliegen. Dieser König kann offenbar nicht viel. Das hat der König auch nie behauptet. Ach Mist, das bringt doch nichts. Okay, wir fliegen. Macht's gut, komm mal. Wir fliegen, ganz einfach, so. Vorhang. Ich trage. Ja, du sollst auch keine Umhänge, du sollst den Umhang nicht tragen, sondern ich spiele jetzt das Obenlied oder Auflied, oben, was auch immer. Das Aufwindlied? So? Nee? Okay. Das Windlied? Nein? Auch nicht? Ja, gut. Kann ich sie vielleicht mit dem Untenlied irgendwie aus dem blöden Baum rauskriegen, die blöden Idioten da oben? Nein? Okay, auch nicht. Ich habe gedacht, ich spiele das Windlied und lege mir den Umhang um und dann benutze ich das theoretisch als Fallschirm. Besser so. Fliegen eben. Kann ich so nochmal danach fragen? Hey, da oben! Sicher. Frag dich aus. So. Ich brauche wirklich dringend das Lied zu diesem Drehsymbol. Wir brauchen alle irgendwas. Ich brauche zum Beispiel einen Beweis, dass du der König bist. Wenn du uns beweist, dass du fliegen kannst, können wir dir das Lied geben. Alles andere wäre unverantwortlich. Die wollen mich wirklich fliegen sehen. Wie soll ich das denn anstellen, ohne zu zaubern? Ich hab da schon eine Idee. Macht's gut. Also, komm mal wieder unseren Baum besuchen. Ich lege einfach den Vorhang, der aussieht wie die Berge. Erinnert mich an die Berge im Ausblick. Auf dem Boden, stelle mich drauf und dann sage ich, oh, guck mal, ich fliege. Weil, das brauche ich nicht. Du sollst es auch nicht abdecken, du sollst den Vorhang da dran binden. Das brauche ich. Oh Mann, ey, Robert, du bist echt eine Pfeife. Das brauche ich. Du sollst es auch nicht abdecken, du sollst die. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ich kann durch den Guckuck nichts erkennen. Es ist einfach nur dunkel. Das brauche ich. Das ist zu nützlich, um es wegzuwerfen. Okay. Klar könnte ich die da. Was dir das bringt, du könntest dich ablassen, abseilen. Und sagen, hey, ich fliege. Totaler Quatsch. Okay, Lösung.
Sie sagen deutlich, dass der König kann fliegen. Momentan wirst du hier aber nicht weiterkommen. Löse erst das Rätsel der 5 Holztafeln, die überall rumliegen. Kannst du mir sind. Vielleicht kann dir das hier das Prinzip des Flaschenzugs weiterhelfen. Ja, theoretisch. Hier, da, anbinden oder wie? Okay, jetzt nehmen wir das hier, das Wurzelende, und binden es an die Nase. Vielleicht kann ich das Ende der Wurzel über die Nase werfen. Okay, das hat funktioniert. Ist auch logisch. Das eher weniger. Vorsichtig, das ist unser Abendessen. Oh, das ist essbar? Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Also, dass das von alleine ist gegangen, ist mir nichts. Aber vielleicht hat er einfach festgebunden. Ja, das macht's schon. Wirklich interessant. Ja, ein Knoten, krass. So, wie kommen wir jetzt an die Tafel hier oben? Eine mysteriöse Holztafel. Da ist etwas drauf eingraviert. Die Wurzel nehme ich erstmal wieder mit. Die Wurzel? Die Wurzel nimmt er erstmal wieder mit, was? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es wäre auch zu einfach, ne? Kann ich das wieder machen? Und dann wieder an die Nase. Wieder das Wurzelende. An die Nase. Nase. Hallo, Wurzelende? Hallo? Hä? 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 Da. Die Wurzel nehmen. Was? Hä? Was? Hä? Bin ich. Wurzelende nehmen? Kombinieren mit? Jetzt geht's. Komm, ich bin nicht aus dem Inventar rausgekommen. Vielleicht kann ich das Ende der Wurzel. So, und jetzt nehmen wir wieder das Wurzelende und machen's dran mit an die Statue. Nein. Du setzt doch nicht rum, Albert, du sollst es in den Arm legen, dann ist der Kessel zu schwer und... Das könnte sparen. Verdammt nochmal. Ich habe halt überlegt, ob ich eventuell ein Gewicht erzeugen kann, das den Arm abbricht, weil der ist ja schon ziemlich angebrochen. Aber irgendwie geht das nicht. Also nochmal, muss jetzt sein. Du kommst zwar nicht direkt, aber ihr Arm sieht ziemlich instabil aus. Vielleicht kannst du ihn zum Ärgern. Das ist mein Gedanke gewesen. Du musst es mir schwerer gegen den Arm schlagen. Eine Art Abrissbirne wäre jetzt... Ach so... Ja, klar. So. Wurzel verbinden mit... Nein. Das... Mit Wurzelende. Jetzt wollte ich ihm... Vorsicht. Oh, man gewährt. Ja, das ist essbar. Ups. Ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, Robert wäre viel zu schwach für sowas. So, damit hätten wir alle. Ich nehme die Wurzel lieber wieder mit. Warum? Na gut, mach, was du willst. Tschüss. So. Also, das war jetzt reine Logik, ja. Muss ich jetzt sagen. Das war wieder ich, aber... Also mit der Nase und dem Jungen, also mit dem Schweineviech und dem Jungen, also dem Lukas, war echt blöd. Erinnert mich ein bisschen an die Ratte mit der Küche. Nee, falsch hier. So, also. Das hier. Dann haben wir... Was ist das hier? Da steht...
Doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach der Macht, die ihm nicht zustand. Aber es ist bestimmt das Zweite. Da steht... Doch einer... Da steht... Einst lebten die Asposa im Einklang mit der Dynastie der Flötennasen. So. Wie, der liest das jetzt nicht vor? Ui, wow. Was ist das für ein komisches Symbol da? So, Holztafel, lies das mal bitte vor, Robert. Da steht, einst lebten die Asposa im Einklang mit der Dynastie der Flötennasen. Guter Anfang für eine Geschichte. Da steht, doch einer aus den Reihen der Dynastie griff nach Macht, die ihm nicht zustand. Da steht, die Dynastie konnte den bösen König stürzen. Da steht, die Dynastie beschloss, es nie wieder so weit kommen zu lassen. An ihrer Stadt ernannten sie 3 Windmönche als ihre Vertreter unter den Asposern. Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende und aus Legende wurde Märchen. Bis die Erinnerung an die Dynastie vollkommen verblasste. Okay. Ich wollte das nur noch mal in der richtigen Reihenfolge hören. Ich frage mich halt nur, was das für ein komisches Symbol ist. Sieht aus wie ein Schloss. Und da ist ein Basil. Wenn Conroy Basilen... Moment, hat er die nicht nach dem Ebenbild von dem alten Märchen oder so gebaut? Was diese Symbole wohl zu bedeuten haben? Basil, ein Ring, ein... keine Ahnung, ein Gewicht und Berge. Man von da oben wohl schauen kann? Was? Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Was? Wie von da oben? Hä? Nee, das war falsch. Nee. Hoch. Nochmal hoch. Also wir haben ja einmal hoch gemacht, dann müssten wir jetzt nochmal runter und dann drehen. Und so auch immer. Aber ja, das müssten wir machen. Jetzt noch einmal drehen. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir das mit dem... Warte mal. Ich habe eine Idee. Wie weit man... So. Da ist ja momentan, da leuchtet ja momentan dieses komische Gewicht oder was auch immer Symbol darauf. Oder die Einkaufstüte. Ich hab gedacht, das würde mir jetzt was bringen, aber... Wie weit man von da oben wohl schauen kann, meint er nur. Was, diese Symbol? Ja, es ist das gleiche Symbol wie hier eben, das hier jetzt ganz unten ist. Tja. Vielleicht ist jetzt ganz oben irgendwas, weil er meint, wie weit man von da oben wohl schauen kann. Oder meint er vom Moliten aus? Das macht keinen Sinn. Das ist bestimmt ein subtiler Hinweis darauf, dass ich oben zur Statue muss. Oder sowas in der Art. Und hier hat sich nichts geändert. Oder? Der Ausblick auf die Berge hier ist wunderschön.
da oben. Kann ich euch noch mal was fragen? Sicher. Frag dich aus. Nein, nichts. Macht's gut. Komm mal wieder unseren Baum besuchen. Okay. Ich guck in letzter Zeit wirklich für jedes Kackrätsel in die Lösung, ne? Aber... ja. In die fehlenden beiden Lieder. Dabei wird dir der Monolith in der Nebelsenke helfen. Du kannst dich mit Hilfe der Hoch- und Runter auf- und abbewegen. Direkt über der Nebelsenke liegt der Ausblick von der Flötennase im Baum. Wenn du den Monolith ganz nach oben fährst, taucht seine Spitze ganz rechts. Tut er das? Wenn ich ihn ganz nach oben fahre, taucht er auf? In der Nebelsenke? Ernsthaft? So, wieder ganz nach oben fahren. Was? Noch höher kann ich ihn nicht flöten. Ja, das, ja. Was ist das für ein komischer Hinweis, sag mal. Wow, das Ding reicht jetzt fast bis zu den Flötennasen im Baum. Vielleicht wurde es als Aussichtsturm benutzt. Kann ich da hochklettern? Wie weit man von da oben wohl schauen kann? Okay, ich probiere mal was aus. So, jetzt stelle ich mich drauf und spiele das Lied für hoch. Hey, da! Siehst du das? Ich stehe auf Steinen, wow. Der kleine Kerl von eben steht da vorn auf einem Felsen. Ja, hallo, kleiner Mann. Das sieht nicht aus, als würde ich fliegen, oder? Nein, tut mir leid. Okay, ich gehe am besten. Bitte nicht. Och Mann, Robert. Jetzt darf ich das alles nochmal machen, nur weil ich vergessen habe, das Tuch draufzulegen? Oh Mann, ey. Okay, und nochmal. Kann ich gedrückt halten, um einfach weiter zu flöten? Nee, ich muss das nochmal 6-mal machen. Okay. Du. Mich soll der Windmönch holen. Er kann fliegen. Ein fliegender Vollidiot. Er ist der König. Ach du meine Güte. Es tut mir so leid, dass wir euch nicht geglaubt haben.
Ach, das macht nichts. Verratet ihr mir jetzt das Lied? Ja, natürlich. Wo hatte ich das Liederbuch? Das hast du in die Wäschekammer getan. Oh, stimmt. Danke. Ihr habt da oben eine Wäschekammer? Da haben wir's. Müsste er sich jetzt nicht drehen und drehen und drehen und drehen und drehen? Danke. Ich meine ja nur, okay, wir haben das Drehlied, dann gehen wir runter. Endlich.